Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge. Die Insel. Ja, wir sind derzeit mal wieder in unserem Haus unterwegs. Es hat sich nicht viel getan. Es ist eigentlich alles beim Alten geblieben, weil ich derzeit überhaupt nichts mehr auf dem Server mache, weil allgemein ziemlich wenig Leute online sind. Es sind vielleicht mal ein paar Leute online, aber dann ist man ehrlich gesagt nicht so unbedingt produktiv, sondern macht eher so ein bisschen Blödsinn hier auf dem Server, zum Beispiel gestern Abend und ich weiß nicht wann davor auch. Ich war sowieso eine Zeit lang überhaupt nicht mehr auf dem Server. Ja, jetzt war ich mal wieder drauf, weil gestern so ein paar Leute mal online waren. Das war dann mal wieder ganz interessant, aber allgemein ist der Server doch recht ausgestorben. So, hier haben wir schön gebratene Lachse, ich glaube es heißt Lachse. Und ja, schön gebratenen Lachs, den habe ich mir von Mercury oder Mercury oder sonst wie auch immer geklaut. Sie glaubt, das war Saphirian, also von daher ist alles gut. Und ja, wir ernten erstmal hier schön unsere Felder, weil ich dazu sonst auch keine Zeit habe. Und ich habe mir überlegt, ich muss die Insel vielleicht mal ein bisschen zurückschrauben, weil wir derzeit überhaupt keine Fragen mehr auf Twitter haben. Da könnt ihr natürlich immer fragen. Ich guck mal, ob hier unten überhaupt irgendwas drin ist. Vielleicht haben wir unten ja so noch Food. Nee, leider nicht, aber Karotten haben wir. Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich habe jetzt alles angepflanzt, alles wieder im Lot. So, weil wir auf Twitter derzeit überhaupt keine Fragen haben. Das ist ein bisschen schade, aber ihr könnt mir natürlich jederzeit auf Twitter Fragen stellen. Die könnte ich sonst auch unter anderen Videos beantworten. Also, das ist auf jeden Fall drin. So, ich schau mal, wie es hier mit dem Essen aussieht. Aber ich denke mal, essen dürften wir auf jeden Fall vorerst noch ein wenig was haben. So, dann haben wir das. Ja, passt auf jeden Fall. Essen haben wir noch. So, ich sortiere das jetzt mal ein bisschen anders, so dass es hier vielleicht ein bisschen ordentlicher aussieht. So, sieht das doch ganz gut aus. So, packen wir das mal rein. Lachs ist das erste Mal, dass ich Lachs habe. Den können wir auch direkt so reinpacken. So, können wir noch Brote machen und Weizenkörner packen wir auch hier rein. Man kann die zwar nicht essen, aber ich habe keine Lust, die wieder wegzutragen. So, Essen haben wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir das so ein Brot, so ein Fleisch hier drin haben. Sonst packe ich davon auch mal was rein. Ich denke zumindest, wir haben das nicht drin. Nee, haben wir nicht. Perfekt, perfekt. Und ja, ich werde einfach heute mal wieder ein wenig auf der Insel rumlaufen. Ich habe mir auch überlegt, wird euch das interessieren, wenn ich sowas wie Masterbilder bringe? Und ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage, die wollte ich eigentlich direkt am Anfang stellen, sodass es jeder hört. Aber so habe ich wenigstens schon mal die Leute, die auch ein bisschen weiter gucken, wenn ich nichts Interessantes mache. Und zwar ist die Frage, um welche Uhrzeit passen euch die Videos am liebsten? Ich werde auf jeden Fall Biodynamic, den habe ich noch nie auf dem Server gesehen. Also ich weiß nicht mal, ob der neu ist oder sonst was. Guten Tag. Guten Tag. So. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ich war gerade stehen geblieben bei der Frage, ob ihr eine bestimmte Uhrzeit haben wollt, wann ich die Videos hochlade. Und zwar, wollt ihr lieber abends sehen, wollt ihr lieber am Nachmittag sehen? Oder was weiß ich weiß es ja nicht, wann ihr es am liebsten haben wollt. Ich werde einfach mal einen Link in die Beschreibung packen, da habt ihr so ein paar Auswahlmöglichkeiten, wann das Video kommen kann. Und ja, mich würde einfach interessieren, wann ihr gerne ein Video wollt. Also so läuft das ja eigentlich immer auf dem Server ab, dass man so ein bisschen rumgeschlagen wird. Er hat mich zwar nicht geschlagen, aber ich schlage doch ganz gerne mal zu. Und ja, aber auf jeden Fall ist das erstmal die wichtigste Frage des ganzen Videos. Und zwar, wann wollt ihr die Videos sehen? Ich überlege sogar noch, ob ich hier vorne irgendwas hinbaue. Ihr könnt mir auch einfach mal in die Kommentare schreiben, wann ihr so aus der Schule kommt, so dass ich das so einigermaßen einschätzen kann. Ich denke zumindest mal, dass eigentlich jeder von euch zur Schule geht, denke ich zumindest jetzt einmal. Irgendwo sollten hier auch Boote sein, ich denke mal hier drin. Ein Boot haben wir noch am Start, okay, dann fahren wir damit mal ein wenig übers Meer. Vielleicht ist das mal ganz interessant, vielleicht schauen wir uns mal ein bisschen die Insel an. Und ja, die Hauptfrage des Videos habe ich schon gestellt, und zwar ist die, wann das Video kommen soll. Sonst passiert ja eigentlich recht wenig, es sind zwei Leute drauf, das ist schon mal gar nicht schlecht, sage ich mal. Ich halte das Video jetzt auch ein wenig kürzer, so 8, 9 Minuten, vielleicht auch 7 Minuten. Und ja, da haben wir eine Kuh, die hätte ich gerne in meinem Haus. Nur ich weiß leider nicht, guck einmal schnell, ich will keinen Unfall bauen, ich will aber schnell einmal gucken, wie man eine Leine baut. Vielleicht kann ich eine Leine bauen, Leine. Ich müsste da vielleicht noch Minecraft hinterschreiben, sonst macht das nicht ganz so viel Sinn. So, Leine, oh, da steht sogar da. Direkt an dritter Stelle ist einfach trotzdem Leine Minecraft. So, schauen wir uns mal, wie wir die bauen. Wir bauen die mit Fäden und so einem komischen Schleimball. Allerdings habe ich keine Schleimbälle, das ist natürlich nicht so toll. Okay, dann können wir die Kuh da erstmal stehen lassen. So, sieht eigentlich ganz interessant aus hier, ne? Muss ich sagen, hä? Wer hat denn da was gebaut? Lalalala, ist mal ganz interessant. So sieht man so auch mal Sachen, die man noch nie gesehen hat. So, Brot geht kaputt. Aua, nee, es geht aber nicht kaputt. Das ist natürlich ideal. Wenn es nicht kaputt geht, können wir jetzt einmal hochklettern. Und zwar
Sie haben ein sehr schönes Baumhaus gebaut. Die Erkunder. Oh, hier hat das schon mal jemand erkundet. Also hier wohnt anscheinend irgendjemand oben. Ich war hier selber noch nicht. Wir schauen uns das einfach mal an. Aber ich glaube auch nicht, dass da unbedingt so viel gebaut ist. Oder? Oder habe ich Unrecht? Ich wusste, hier ist kaum was drauf gebaut und damit habe ich recht. Also hier ist so gut wie noch gar nichts eigentlich. Man kann die Treppe hochgehen. Das ist so das einzige Funktionierende hier. Und ja, wir schauen einfach mal weiter. Laufen hier so ein bisschen um die Insel rum. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. So, da hinten. Wir haben so ewig viel Akazienholz hier. Nur das Problem ist, dass man einfach nie Akazienholz kriegt. Akazienholz-Setzlinge kriegt. Und das finde ich auch ein bisschen schade, leider. Weil Akazienholz-Setzlinge wären vielleicht mal eine ganz coole Sache. Und ja, ich gehe jetzt einfach langsam und sicher wieder zurück. Ihr sollt mir einfach am besten in die Kommentare schreiben, und hier sind so raus Schweine, ob ich vielleicht auch mal sowas wie Master Builders bringen kann oder ob ich das sowas überhaupt nicht interessiert. Weil ich sag mal so, ich kann ja einigermaßen, ich sag wirklich, ich kann einigermaßen bauen, so super bauen kann ich nämlich nicht. So, das Schiff hier soll mal kaputt gehen, weil wir das hier nicht einfach so stehen lassen wollen. So, wir laufen jetzt einfach mal den lieben langen Weg zurück, solange ist es auch nicht, da hinten ist das glaube ich schon alles. Also so weit bin ich jetzt auch nicht gefahren. Und ja, das ist eigentlich alles, was auf die Insel derzeit passiert. Recht wenig, sag ich mal. Kuh, komm mit. Komm mit. Vielleicht verfolgt sie mich jetzt. Nein, leider nicht. Leider nicht. So. Es regnet hier auch die ganze Zeit, ne? Ihr merkt schon, irgendwie will der Regen es nicht ganz so gut mit uns haben. Und es regnet einfach die ganze Zeit. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich jetzt langsam schon zu Hause bin. Aber anscheinend ist es da hinten erst. Naja, egal. Hier ist so eine Palme, wo man schön hochklettern kann. Und was ist hier? Eine Truhe. Eine versteckte Truhe. Gut zu wissen. So, hoch kann man leider auch nicht ganz. Also, es ist aber mal ganz interessant, was man hier noch so findet. Ich gehe jetzt einfach mal in den Wald rein, weil es hier wenigstens immer nicht regnet. Das ist immer ganz angenehm. Man hört vielleicht so ein bisschen, wenn man hier genau hinhört. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Dann hört ihr den Regen vielleicht. Ich glaube, die Musik ist für euch sogar lauter, sodass ihr es nicht hören könnt. Aber hier drin regnet es eigentlich, sofern alles gut gebaut ist, nicht. Oder sofern die Bäume einigermaßen sinnvoll nach oben gewachsen sind. So, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich mich hier nicht verlaufe. Ich halte mich jetzt einfach mal ein bisschen rechts. Aber hier, ich dachte gerade eben hier steht ein Kessel in der Luft. Und das ist einfach ein Schaf. Es ist einfach ein Schaf, was ich mit der Hand schnell töte. Schaf, 1, 2, 3, du bist tot. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade irgendwo in der Nähe bin, aber hier ist anscheinend was gebaut. Und ja, ich weiß, wo wir sind. Wir sind bei dem Multidudelsack. Okay, dann weiß ich, wie man wieder zurückkommt. Das ist doch mal eine ganz angenehme Sache. Und dann gehen wir jetzt langsam, aber sicher wieder in die Stadt zurück. Ich bin so ein Tickchen weit gelaufen. So, wir könnten auch hier irgendwie durch, denke ich mal. Aber ist mal ganz angenehm. Ist mal ganz angenehm, so einfach hier querfeldein durch den Wald zu laufen. Ich denke mal, wem gehört das Haus hier? Ist das vielleicht das von Selbstgespräch? Ich weiß es nicht, wie die Häuser von hinten aussehen. Ich erkenne wahrscheinlich von hinten nicht mal mein eigenes Haus. Alles klar. Das ist mein eigenes Haus von hinten hier. Das ist natürlich ganz angenehm. So, wir gehen jetzt einfach mal wieder in unser Haus rein. Und dann würde ich eigentlich schon sagen, das war's von der Folge Minecraft die Insel. Ich hoffe, ich habe nicht wieder irgendwann Minecraft Leben gesagt. Das ist mir nämlich letzte Folge passiert. Es ist auch einigen aufgefallen. Ich glaube, 2, 3 Leuten ist es aufgefallen. Und ja, hier vor meiner schicken Statue beenden wir dann diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr sollt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr an sowas interessiert seid, wie zum Beispiel Master Builders oder dieses andere Painting-Spiel auf Hypixel. Ich weiß ja nicht ganz genau, wie das heißt, wo man so malen kann von weit weg. Und ja, das Wichtigere ist allerdings, ob ihr eine bestimmte Upload-Zeit gerne haben wollt. Schreibt mir einfach in die Kommentare, falls ich das nicht mit in der Strawpoll-Umfrage habe. Eigentlich sollte ich so gut wie alle Zeiten von 12 bis 20 Uhr, sage ich mal, in der Strawpoll-Umfrage haben. Schreibt mir einfach in die Kommentare, nicht in die Kommentare, sondern klickt einfach in der Strawpoll-Umfrage auf die Antwort, zu der ihr das Video am liebsten haben wollt, zu der Zeit, wo ihr am besten zu Hause seid, vielleicht auch. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat diese Folge random die Insel erkunden gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung freuen. Dann natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir beenden diese Folge auf jeden Fall hier oben auf dem Dach, auch wenn es regnet. Ich habe da jetzt so provisorisch eine Falltür vorgebaut. Und ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Und hier sogar ein Zimmer mit mehr Blick. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.